Alles klar. Und dann müssen wir überlegen, wo wir unsere Befestigungsanlagen stehen haben möchten. Zusammen sind wir weit gekommen. So, alles ausbauen. Alles ausbauen, damit alles vernünftig liefern kann. Hier haben wir noch Schafe, die draußen rumstehen. Wir haben noch eine weitere Herde, die ich gesehen hatte. Das sind sehr viele Schafe, die wir jetzt haben. Okay, wie regeln wir die ganzen Sachen jetzt dementsprechend? Zuallererst können wir hier hinten auch noch eine Abzweigung der Straße bauen. So, die Kräuter hier so lang ziehen. Dann hier dran vorbeigehen. Und dann können wir die Fische von hier aus fördern. Aber die Fische werden nicht gefördert, sie werden gefangen. Aber ihr wisst, was ich meine. Zwei Eisensammler. Eine zweite Getreidefarm sehe ich gerade nicht den direkten Nutzen. Ich denke, wenn wir eine Steinmauer stehen haben möchten, dann kommt nach hier hin. So. Und so. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Sofort. Okay, das ist gut. So. Verstanden. Habt ihr gerade noch ein Tiger gesehen? Nein. Hier ist noch ein Tiger. Anderes Gebiet allerdings. Noch einen gesehen? Nein. In den Kampf. Gut. Ich werde angegriffen. Ja, das ist, wofür wir sie ausgeschickt haben. Als diese Richtigkeit. Natürlich kriegen unsere Burgsteinmauern. Selbstredend. Ein paar weitere Ehefrauen können wir in die Stadt holen. Wir können die Taverne setzen, die erste. Die zweite Taverne kommt hier hinten hin, neben den Fischer und den Räucherer. So. Oh, 8 Ehefrauen sind schon mal ziemlich gut. Der hier hinten kriegt dann eine kleine Palisade. Ein bisschen umrundet hier. So. So. Wo befestigen wir uns hier? Ich meine, das Einfachste wäre hier, ganz klar. Aber wäre es das Schönste?
Das ist die Frage, die man sich manchmal stellen muss. Ich glaube, das Schönste wäre... Wir haben ein sehr komisch definiertes Stadtgebiet, ich weiß. Unser Brunnen ist versiegt. Zu uneben. Das habe ich nicht so wirklich kommen gesehen. Aber dann läuft das halt so. Das Schönste wäre, wenn wir hier noch ein Stadttor hinsetzen würden. Hier haben wir einen Fehler gemacht. Ja, das können wir jetzt erstmal so ausbuchten lassen. Das ist von mir aus vollkommen in Ordnung. Ein Fischer findet keine Fische mehr. So. Da können wir hier noch so ein Strandtor hinsetzen. Und es dann nach hier anziehen. Natürlich müssen wir dann auch mehr Steine warten, wenn wir in der Lage sind, die ganzen Sachen tatsächlich zu machen. Aber erst einmal können wir in der Zeit all die anderen Gebäude ausbauen. Und vielleicht schon mal Gedanken darüber machen. Das Gebiet hier bis mit einer Palisade noch zusätzlich zu nehmen. Das ist tatsächlich sogar der Hauptgrund hierfür, ist tatsächlich einfach wilde Tiere draußen zu halten. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Überraschungstiger angeflogen kommen und Unsinn machen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, noch ein Tor hin. So. Gleichermaßen befestigen wir diesen Jagdposten hier. Die Regenzeit ist vorüber. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ich denke nicht, dass es wirklich nötig ist, aber ich denke, dass es gut aussehen könnte. Und das ist eigentlich schon alles, was wir als Grund brauchen müsste tun. Denn hier haben wir jetzt... Warum steckt ihr alle fest? Kommt da raus. Nun, ihr könnt da Pause machen, von mir aus. Aber hier können wir jetzt wunderbar unseren Honig zum Beispiel ansetzen. Wir haben einfach so ein wunderbares Hinterland, das wir komplett benutzen können. Für Imker, für Getreidefelder. Für künftige weitere Weidegebiete. So... So. Das sollte damit helfen. Dann. Ein Steinbruch ist erschöpft. Rühren wir das kurz hoch. Und setzt noch eine Verbindung nach da hinten hin. Ziehen eine Straße nach hier hin und haben dann sozusagen unser kleines Strandtor hier hinten. Der See ist noch mit involviert in unsere ganze Befestigungsanlage, was ich denke eine gute Sache ist. Tavernen können noch ausgebaut werden. So.
Dann blieben nur noch die weit ausgeuferten Gebiete. Hier können wir direkt die Straßenanbindung nach oben schaffen. Machen wir das. Natürlich sichern wir unsere einzige Steinquelle ab mit ein paar Palisaden, die wirklich keinen Schutzzweck erfüllen, außer dass wir uns besser fühlen, dass sie existieren. Und ein bisschen um Fackeln zu verbrauchen. Ähnlich mit dem Eisengebiet hier hinten. Das war nicht, was ich vorhatte, Spiel. Spiel, lass mich das abreißen. Das ist besser. Gut. Das Lagerhaus ist. Die sind noch nicht ausgebaut. Das Lagerhaus ist natürlich wieder voll. Zeit ist direkt auf volle Stufe auszubauen. Die Sachen noch auszubauen. Und hier die Straße zu vervollständigen. Unser Brunnen ist versiegt. Unser Brunnen ist versiegt. Es regnet ja auch immer nur ein einziges Mal im Jahr. Kein Wunder, dass die dann einfach ganz schön schnell hier durcharbeiten. Die Fische waren noch nicht ausgebaut. Wir haben die Wolle, glaube ich. Ich glaube, wir haben die Wolle, die wir abschicken können. Weil das was nötig ist. Ein Karren wurde ausgesandt. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich die Burg noch weiter mit Militärgebäuden vollstopfen möchte. Oh, Beladungswaffen dürfen wir nicht. Das heißt, wir müssen uns den Turm irgendwie zusammenkratzen. Denn eigentlich ist die Burg schon sehr schön. Aber dann wiederum gibt es kaum einen besseren Ort. Spiel hat gerade gespeichert. Ich kann neu laden, wenn ich aus dem Zaun kaputt mache. Unser Brunnen ist versiegt. Ist ein bisschen riskanter vorgehen. Nein! Ist ein Autosave oder ein Quicksave geworden? Scheinbar ist ein Quicksave geworden. Wir laden den ganz kurz mal. Ich will nicht diesen schönen Zaun kaputt machen. Er bietet zu viele ästhetische Möglichkeiten. Okay. Warum? Na gut, das fällt niemandem auf. Das sieht man nicht. So. Könnte man hier noch zwei weitere Kasernen aufstellen oder unsere Schmieden da tatsächlich reinsetzen. Setzen unsere Schmieden hier so rein. Interessant finde ich, okay, diese blockierten Sachen, auf die steht, auf denen wird später irgendwas stehen. Das ist meine Vermutung jetzt. Warum willst du jetzt nicht mitspielen? Da war ich zu langsam. Reguläre Geschwindigkeit für derartige Manöver. Das Gelände ist nicht wirklich zu uneben, Spiel. Das ist eine einzige Lüge. Eine Lüge!
Können wir eine Apotheke setzen? Die Apotheke ist nicht kleiner als die Schmiede. Ich hätte die gerne hier so aufgereiht nebeneinander stehen gehabt. Aber wenn das keine Option ist, dann ist das keine Option. Wir leben damit. Es wäre zwar drastisch schöner, aber dann ist das so. Dann ist das halt eben so und wir leben damit. Hier können wir das Gebiet vielleicht später für eine Belagerungswaffenschmiede benutzen. Ich sehe die Möglichkeit, aber ich mache mir diesbezüglich keine wirklichen Hoffnungen. So. Und unser Holz ist weg. Wir haben es geschafft, unser Holz einfach zu verbrennen. Wir haben hier eine ganze Menge. Warum benutzen wir es nicht? Es ist viel näher dran als der ganze andere Kram. Ein Karren wurde ausgesandt. So, einen Haufen verkaufen. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Fischer. Was ist jetzt los? Keine Fische mehr. Unser Brunnen ist versiegt. Also ein bisschen Party. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Gut. Dann befinden wir uns auf der Burg ausbauen, dann können wir schon Baron Graf werden. Willst du kurz was turnierspezifisch gerade schauen? Die Regenzeit ist vorüber. Und wir müssen noch ein, zwei Weber setzen. Oder Weber und ein Gerber. Oh, das ist, was ich da gerade sehe. So, dann Burgausbau. Wie ihr wünscht. Ja, uns geht das Getreide inzwischen ein bisschen aus. Wir haben zwei Bäcker am Arbeiten und die scheinen ein bisschen zu zicken. Sichern wir das Gebiet hier mit ein paar weiteren. Was dir sichern? Belegen wir das Gebiet hier mit ein bisschen mehr Getreide. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ein Fort. Habe ich euch nicht. Warum bist du jetzt so uneben? Gebührt mir dafür nicht ein neuer Titel? Wir haben übrigens kurz geblinzelt und unser Lagerhaus ist mit Holz gefüllt. Dieses Gebiet ist blockiert, nicht wahr? Das sieht nämlich sehr markant aus. Nein, das ist einfach nur der fruchtbare Boden, der da nicht existiert. Und Aufstieg. Ich werde mich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. Gut, du willst die Wolle? Nimm sie dir. Ein Karren wurde ausgesandt.
Du wirst uns wohl kaum jetzt einfach angreifen, nur weil wir die Wolle geliefert haben. Davon gehe ich mal nicht aus. Das wäre sehr plötzlich. Wir sind schon wieder so kurz vor unserem Siedlerlimit. Baut schon mal die Kirche aus. Müssen wir sowieso machen. Ich muss daneben... Es tut mir gerade leid, dass ich daneben ein bisschen mitlesen muss, aber ich muss jetzt auf die Aufnahmepause deswegen einlegen. Wenn das das ist, wo kommt das andere her? Das Siedler 5 Turnier verlangt halt, egal zu welchem Zeitpunkt ich mich in welcher Situation befinde, immer hin und wieder irgendwelche Aufmerksamkeiten. Da gibt es kein wirkliches dran vorbeikommen. Nein! Gut so, das war gerade noch rechtzeitig. Ich habe mir Zeit gelassen. Baut jemand die Kirche aus? Ja. Okay, was... Was will er jetzt noch von uns wollen? Oh, verdammt. Ich brauche noch Holz. Beeil dich, Kleiner. Oder das Spiel ist für dich vorbei. Verdammt, verdammt. Ich habe gerade Ausbauten befohlen. Brecht sie ab. Brecht sie ab. Brecht sie ab. Zu wenig Holz. Baut aus. Schafft mehr Holz. In 24 Minuten kriegen wir es locker zusammen. Aber ich will nicht unter die 150 Holz geraten, damit wir es in letzter Sekunde abschicken können. Sehr viel Fisch. Und fort. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir haben auch nur einen einzigen Räucherer. Genau, wir waren nebenbei am Arbeiten. Uns ein bisschen was an... Oh. Der Junge ist aber wirklich der absolute Schulbully. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ja, wir machen die gleich wieder auf. Wir können ein paar Steine in Reserve gebrauchen. Ich möchte möglichst nicht in der Nähe vom Wild hacken. Oh, hier haben wir uns die Möglichkeit, eine Straße zu setzen. Ich sehe sogar, wo die Straße hätte langgezogen werden sollen, wo sie geplant war. Wir machen es einfach komplett anders. Ja, ich denke, das Holz kriegen wir zusammen. Da mache ich mir keine so wirklichen Sorgen drum. Sofort. Schon unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Hier können wir allerdings Holz hacken. Das geht. Jawohl, unser Brunnen ist versiegt. Ebenso wie hier. Dann will man viel zu viel von dem elendigen Zeug haben. So, der versiegte Brunnen. Verstanden. Machen wir den wieder an. Und setzen noch einen zweiten Brunnen neben. Damit das besser hält. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ansonsten füllt sich der nur zur Regenzeit wieder auf. Ich denke, wir können einen dritten Brunnen gebrauchen. Einfach damit wir ein dreimal so großes Wasserreservoir hier zur Hand haben. Jawohl. Und ja, wir hätten wahrscheinlich in der Nähe von dieser Wasserstelle hier bauen sollen. Aber das war mir zu weit draußen. Unser Brunnen ist versiegt. Damit bin ich ein bisschen vorsichtig. Das Spiel Quicksaft aber ganz schön gerne. Ah, ich sehe, okay, da. Hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Das. So. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Wir können jetzt noch einen weiteren Gerber setzen. Unser Geologe hat einen Brunnen wieder instand gesetzt. Das ist, was ich gerne höre. Aber das Holz ist kein Problem. Wir können ein bisschen Party machen und hier die Wirtschaft ein bisschen weiter anschmeißen. Und ganz vorsichtig unser Holz ausgeben. Für die militärischen Gebäude reicht das nicht, weil das echt viel Holz ist, das wir dafür ausgeben müssen. Aber für alles andere sollte es kein Problem sein.
Wir können auch schon anfangen, ein paar Kräuter zu beschaffen. Da die Strecke schon nicht klein ist, denke ich, dass zwei Kräutersammeln eine Option sind. Honig kommt ironischerweise gar nicht mal so viel so viel rein. Das heißt, möglicherweise müssen wir gleich noch einen entsprechenden zweiten Imker setzen. Nach hier hinten vors Tor. Das ist kein fruchtbarer Boden. Hätte mich veräppeln können. Das sah für mich nicht sehr unfruchtbar. Manchmal habe ich keine Antworten. Manchmal habe ich nur Fragen. Sie alle werden nur mit Gewalt beantwortet. Unfreiwilligerweise. Warum? Gewisse... Das ist weil der Boden hier keine Grastextur ist. Der Boden hier ist eine Erdtextur mit Gras drauf. Das ist der Unterschied. Das Hochstück des Grases hatte ich aufgemalt. Das ist halt Modelgras. Können wir hier leichte Anpassungen durch. Die Sachen so. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Und bauen den aus. Und geben ein bisschen Schub, denn jetzt kommt, müssen wir gleich ein bisschen Holz sammeln. Zeit läuft hier halt schon ein bisschen. Gut, nun, da wir auf Kräuterzugriff haben. Okay, wir sollten nichts weiteres ausbauen. Wir warten auf die Holzfäller. Die einzigen Sachen, die ich bereit bin auszubauen, sind die Holzfäller. Kosten nicht so viel. Unter die 150 fallen wir ab jetzt nicht mehr. Da warten wir ganz geduldig. Möglicherweise habe ich überstrapaziert. So, speichern wir. Wir haben das Holz. Wir schicken es ab. Schauen, was bei rumkommt.